Wirklich, Chat, holt's euch. Und holt's euch und probiert's. Es ist wirklich, ich mein's ernst mit der Schokolade. So, was ist denn das jetzt? Oh, das ist so ein Gelee. Boah. Das ist einfach so ein Gelee. Boah, schmeckt aber geil. So Strawberry Gelee. Ist halt so ein Spielkram-Ding, ne? Sowas wie was, wenn man Rewe an der Kasse ist und am Ende noch an der Kasse findet. Sowas ist das. Aber ist geil. Ist so eine 7. Ich könnte es mir nicht die ganze Zeit geben. Reese's Rounds. Okay, da bin ich gespannt. Oh, das sind solche. Oh, das sind solche Cookie-Dinger hier. Cam! Jetzt, sowas. Ja. Also, wer Erdnussbutter mag, mag das auch. Ja. An jeden, der Erdnussbutter mag, der mag das auch. Ist so eine. Ich mag Erdnussbutter, ist für mich eine 8. Was ist denn das? Dip and Stick. Bisschen sass der Name, wenn ich ehrlich bin. Dip and Stick. Okay. Ah. 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 Sowas, guck mal, Chat. Du nimmst so einen Stick und dippst hier rein. Boah. Aber das ist so sauer und süß. Ist mit Blueberry-Geschmack, glaube ich. Ist geil. So einmal zum Testen, aber ich könnte es mir nicht öfter holen. 6,5. Boah, wir machen weiter. Boah, warte, ich hab noch was im Gefrierfach. Warte mal. Das ist crazy.
Wir haben hier Chat. Jellybean. Jellybean Wassereis. Das ist crazy. Aber ich weiß nicht, ob die so gefroren sind. Blueberry Geschmack. Tutti Frutti. Green Apple. Aber das Ding ist, die sind nicht so krass gefroren. Die sind so leicht. Ich probiere trotzdem. Boah. Das ist Cherry, ne? Very Cherry. Boah. Ich feier's. Die sind nicht fest, ich weiß, Chat. Aber ihr kennt das, wenn ihr Wassereis frisst. Dieses am Ende. Das, was am Ende, dieses kalte, was man trinkt, was überbleibt, ist das Geilste. Die sind sick. Für das gute Wetter draußen perfekt, was wir in Deutschland haben. Die sind sehr geil. Und dann gibt's noch die hier. Von welcher Marke sind die? Freeze Pop, so sehen die aus. Ist auch Wassereis. Boah, da sind aber viele drin. Wassermelonengeschmack. Was haben wir hier noch? Zitronengeschmack. Cola. Cola ist King. Cola ist King. Das Design, also Design sieht auch fresh aus. Geht's ja gar? Ah! Ah! Ah, mein Auge! Ah! Ah! So. Ist ein W. Schmecken beide gleich geil. Schmecken beide gleich geil. Also ich würde overall den beiden zusammen so eine... Also die, die Wassereis mögen. Ich habe in meiner Kindheit nur Wassereis gefressen. Für die ist es ein W. Für mich ist es... ich mag Wassereis. Für mich ist es eine 8,5. Ich feier's. Okay, jetzt kommen wir... Jetzt kommen wir, glaube ich... zu meinen Top 3 Produkten bei King Cans. Digga, diese Dinger sind der fucking Key, okay? Diese Dinger sind der fucking Key. Ich schwöre es euch. Top 3. Top 3 Dinger. Sind zwar sehr teuer, weil die aus Dubai kommen, sieht man hier hinten. Hier so auf Arabisch geschrieben. Die sind aus Dubai. Das sind Schokobons, aber mit so einem crispy Rand. Und drin ist weiße und schwarze Schokolade. Und die sind außen so crispy, weil es in Dubai so warm ist, damit die nicht schmelzen. Ist der beste Roche heute wieder AP. Es ist so wie Kinderjoy. Ja, genau. Es ist einfach ein Kinderjoy als Schokobon. In crispy.
Ich darf nicht zu viel essen. Ich hau sonst die komplette Packung weg. Ihr wisst, das ist einer meiner Favorites. So. Oreo Popcorn. Die sind auch Heat. Ja. Ja. Guck mal. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Hier außen sind halt einfach so Schokoladestücke mit Oreo dran. Geisteskrank. Ich mach die zu, ich will die später essen. Die sind wirklich crazy. Was ist das? Digga, ist das ein Chemieexperiment? Was sind bitte? Ach so, die Popcorn 9. Jetzt bin ich gespannt auf die hier. Ach so, das sind so Gummibärchen. Blueberry Orange und so. Oder so Gummibonbons, keine Ahnung. Digga, wie schwer ist das aufzumachen? Ah, die sind so eingepackt. Und so kleine Dinger. Orange? Ah. Ah. Hier, so. Ach so, das sind Kaubonbons. Sleeper man. Play better, you fucking noob kid. Chat, kennt ihr diese Nimm 2 Kaubonbons? Das sind die mit so einer Schale und ein bisschen härter, heißt, du hast länger Geschmack im Mund. Aber das Geile ist, es klebt nicht an deinen Zähnen. Das ist wichtig. Nee, klebt nicht an meinen Zähnen. Boah, die halten voll lange. Heul noch. Ich hab immer noch was im Mund. Ah, Chat. Es tut mir leid. Wir haben hier noch ein Getränk, was mit drinne war. Das Problem ist, dass ich so fett war und schon angefangen habe, was zu trinken. Calypso Island Wave Lemonade. Ich hab's vorhin schon den ganzen Tag getrunken. Also, den finde ich geil, diesen Calypso mit Island Wave Lemonade. Der ist geil. Boah. Die sind crazy. Dann haben wir hier noch. Da war ich auch ein bisschen fett, tut mir leid. Sour
so Gummischlangen. Sour Pencils. Sour Pencil. Pencil Sour. So. Calypso 1 bis 10. Der kriegt von mir eine 8. Ich finde den am Ende ein bisschen zu sauer, aber sonst ist er sehr geil. Ja. Mm. Mm. Das Ding ist, ich bin ein Riesenfan von sauren Süßigkeiten. Deswegen ist das von mir nicht ein W. Bis jetzt, ich mein's ernst, war kein L dabei. Noch kein Miss. Alle, die bis jetzt da drin waren, waren geil. Dann haben wir noch. Ah, da war gestern noch. Ah, sorry, Chat. Da war gestern noch eine Cola mit drin. Hier. Gestern war hier diese Cola noch mit drin. Die habe ich leider auch leer getrunken. Tut mir leid. Aber die ist auch krass. Die habe ich mal früher gezeigt. Das ist so diese kolumbische Cola Raspberry. British Columbia Raspberry Cola. Die ist geil. Da haben wir nochmal Calypso. Ocean Blue Lemonade. Da habt ihr gesagt, die ist geil. Richtig geil. Das Beste. Oh. Die ist dope. Boah, an alle, die so Blue, also das ist so Blueberry Lemonade. Am Anfang kommt so diese Blaubeere. Und am Ende so dieser Zitronennachgeschmack. Ist ein W. Ist ein W. Bis jetzt kein Miss. Ich bin gespannt. Also ich finde sogar die blaue besser als die andere. Ich finde, das ist eine 9. Oh nee, Digga. Boah, das sind so richtig, 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 richtig saure Süßigkeiten, glaube ich. Worms, Sour and Cherry. Sherby. Mm. Hier. Saure Würmer. Sehen wir her. Es geht noch. Die sind nicht zu sauer. Ja, ja. Play better. Ich würde mir die bis jetzt, ich schwör's euch, alles was ich geholt, alles was ich gegessen habe, würde ich nochmal holen, außer das hier. So Spielkram, was man sich so einmal holen kann und das hier. Okay, wir machen weiter. Boah. Die sind crazy. Die sind crazy. Flips Milk Chocolate. Das sind so Brezeln. Das sind so Brezeln. Und drumherum ist Schokolade. Ich zeige euch das mal. Hm. 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 Ja. An jeden
Also das ist so süß und salzig, so salty karamellmäßig, aber nicht Karamell, sondern so Schokolade, milchmäßig. Ich find's geil. Chat, die Dinger hier gibt's bei uns im Dorf einfach bei einem Automaten und da kosten die 15 Euro. Das ist crazy. Weil die sind sehr, sehr teuer. Beim Einkauf sind die halt sehr, sehr teuer. Aber ich finde die sehr krass. Die muss man einmal gegessen haben halt. So. Hier haben wir. Boah. Spongies. Sehen so aus wie Twinkies. Oh, sogar mit. Oha. 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 Die sind ja richtig fett. Boah, die sind 1 zu 1 wie Twinkies. Aber die Verpackung ist richtig high quality, Junge. Ich probiere. Hier drin ist so eine Füllung. Boah. Zuckerbombe des Grauens. Ich habe jetzt so viel gegessen, ich kann nicht mehr essen. Also ein Geistkrank. Bruder. Das ist crazy. Die sind krank. Die sind krank. Immer noch kein Mist. Hier haben wir Popcorn Sour Patch. Oha. Boah. Boah. Ich würde die sogar auf eine Stufe mit Oreo tun, ne? Mm. Boah. Boah. Geistkrank. Ich würde die genauso wie die Oreo-Dinger raiden. Ich glaube, wir haben alles, Alter. Oh, und natürlich, das Beste kommt zum Schluss. Unsere eigene Schokolade, Chat. Schaut euch das an. Sehe ich gut aus? Das Design ist auch heavy. Nö? Ach, ihr seid Wichser. Ah, nein! Ich hab's kaputt gemacht. No way. Weil ihr Auge gelegt habt, Chat. Tropical Geschmack. Also ist halt so. Ist so. Also ist so fruchtig. Also ist Schokolade. Aber so. Eher so eine fruchtigere Richtung ist eigentlich. Und. Hallo? Da drin ist so Knisterzeugs, was so auf der Zunge knistert. So wie beim Kaktuseis oben an diesem Ding. Jo. Jo. Oh. Das ist geil.
glaube, das war schon. Ich glaube, wir haben alles. Oh, warte. Ich habe hier noch Oreo in Pink. Das ist auch crazy. Irgendeine asiatische Oreo. Ja, oha, ne? Oha! Oha! Boah, dieser Rand ist richtig geil. Boah, ich finde sogar der Rand ist geiler als das Innere. Ist, glaube ich, Erdbeergeschmack, ist geil. Ich habe keine Ahnung, was da drauf steht. Ching Hong Mamingong. Gingong. Irgendwie sowas. Aber ich glaube, das ist Kirsche. Crazy. Crazy Dinger. Wirklich sehr crazy. Habe ich hier hinten noch was? Aha. Ich habe hier noch was. Drei Sachen habe ich hier noch. Also, erstmal haben wir von Chupa Chups Gummibärchen. Habe ich ja noch nie gesehen. Chupa Chups Gummibärchen. Oh, Digga, ich schwöre, das sind 1:1 die man damals so, wenn man so nach der Schule so eine gemischte Tüte geholt hat, so riechen die auch 1:1. Wenn du so diese Klappe aufmachst, dann kommt direkt dieser Geruch entgegen. Boah. Oh mein Gott. Geisteskrank. Ich kann nicht so viel davon jetzt essen, sonst wird zu viel. Aber wir sind crazy. Das ist eine 9. Straight up, wirklich. Dann haben wir hier Iced Gems. Iced Gems. 92 Kalorien. Okay. Oha. Das sind so kleine. Hier sind so lauter kleine Dinger drin. So mini. Nein, never mind, ist groß. Boah, die sind crazy. Ich finde die wirklich gut. Ey, die sind for real gut. Die sind dope. Ich kann jetzt nicht so viel davon essen. Aber die sind gut, aber von overall würde ich die sogar hier von allen Sachen hier mitraten. Die anderen Sachen waren besser. Und dann haben wir noch Cherry. Nee, warte mal. Cheekies Candy. Watermelon und irgendwas anderes. Ah, das sind so kleine Dingsdinger.
Ja. Jetzt habe ich irgendwie Bock bekommen, Nutella zu löffeln. Digga, Nutella löffeln ist so ekelhaft. Weiß ich nicht. Boah. Ey, ich glaube, das war mit die beste Episode. Also die Sachen, die ich gezeigt habe, waren alle krass. Das war's mit dem YouTube-Video. Falls ihr euch was bei Kinghands holen wollt, kinghands.de und... Heißen wir überhaupt kinghands.de? Wait. Ja. Das war's mit dem YouTube-Video. Check kinghands.de ab und mit dem Code ROHR10 spart ihr 10%, meine lieben Freunde. Danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Regnet jetzt immer noch draußen? Warte, ich muss hier kurz was fixen, Chat. Oh. Ey. Ah ja, Chat, warte mal. Ach so, das habe ich vergessen zu announcen, Chat. Ich habe jetzt eine eigene Kette. Oh Gott, ich habe eine eigene Kette, Chat. Und zwar in mit einer Koop mit Breitenberg. Ich zeig's euch. So sieht das Ganze aus. Da steht Reach Palms drauf. So. Seid ihr ready, Chat? Seid ihr ready? Die ist crazy. Ich habe zu Breitenberg gesagt. Ich habe richtig Bock auf so eine Kette. Kannst du mir die machen? Und er meinte ja. Und das war bei der No Food Challenge. Und dann haben bei der No Food Challenge voll viele Leute gefragt, ob sie auch diese Kette kaufen können. Meinte sie, ja, warum nicht? Discord. Iced out Sharingan Chat. Warte mal. Wo ist Breitenberg? Da komm ich. Yo! Yo, was geht? Was geht ab? Alles fit? Ja. Yeah. Danke für die Kette, Bro. Die ist crazy. Die ist geil, ne? Ja. Hast du erzählt, hast du hinten gesehen, dass auch Roat draufsteht? Nee. Das ist extra eine Kollabo nur für dich. Diese Kette wird es nur geben, wenn du das immer freigibst. Egal wie viel, egal wann. Du wirst immer alles entscheiden. Das ist quasi deine Kette. Hinten steht Roat drauf. Und die wurde per Hand angefertigt mit den Steinen. Diese Steine wurden alle einzeln eingesetzt. Deswegen hat das länger gedauert. Und da gibt es auch die übliche Garantie drauf. Und ich sag dir was, Roat. Wenn, wenn du die Kette heute verkaufst, die wird ja schnell ausverkauft sein. Die Kette ist ja geil. Ich trage die ja selber, ist ja klar. Aber wenn du den gesamten Shop leer verkaufst, überweise ich dir 10.000 Euro. Und das kriegst du hin. Nee. Doch. 10.000 Euro. Chat ist mein Zeuge. Überweise ich dir direkt, wenn du den Shop leer verkaufst. Und so viele Teile sind das nicht. Wir haben den Restock komplett rausgenommen. Man kann Chat, das ihr wisst, was zu tun ist. Ausrufezeichen Reach Palms. Ausrufezeichen Reach Palms an der Stelle. Wait. Ey, aber gefällt dir die Kette, sei ehrlich. Sei ehrlich, Bruder, sei ehrlich. Bro, ich hab doch zu dir gesagt, du sollst die Kette machen. Ich weiß, du hattest am Anfang eine größere, wo das Pendant größer war. Aber ich finde klein sogar geiler. Gemacht.
Ja, damit man das auch eher tragen kann. Und wir haben auch eine stabile Kette genommen, für wenn man draußen unterwegs ist, irgendwas macht, turnt, dass sie nicht kaputt geht. Hier, Chat, so sieht das Ganze aus. Macht alles leer. Also, du kriegst auch einen Rabattcode. Hör zu. Warte mal, hier ist die Kette zum Produkt. New Arrival. Die ist handgemacht? Ja, die Steine wurden von Hand eingesetzt, deswegen hat das ewig lang gedauert. Link, Link! Das hat sehr, sehr lang gedauert. Wir geben lebenslange Garantie drauf, wir haben sofort Versand, man braucht keinen Kassenbon, man kann alles sofort so umtauschen, wenn irgendetwas ist, das machen wir aber grundsätzlich. Von der Quali ist die Kette schon crazy, Chat. Und du kriegst den Rabattcode ROA10. 10% auf das gesamte Sortiment. Normalerweise haben wir keinen Rabattcode einfach so, aber du kriegst einen Rabattcode, ab jetzt bist der Erste, der den kriegt. Selbst ich hab nicht mal einen, ne? Es gibt keinen Breite 10. ROA 10 auf das gesamte Sortiment. Geil oder geile Nummer, seien wir ehrlich. Das ist 316L Edelstahl. Das bedeutet, das kann nicht verfärben. Es kann keine Allergie auslösen. Es ist hitzebeständig, chemiebeständig. Du kannst damit alles machen. Du kannst schwitzen, du kannst es beim Sport tragen. Du musst das Ding eigentlich nie wieder abnehmen. Es ist komplett alles abgesichert. Fuck, ich hab falsch herum angezogen. Nein, nein, das sind keine echten Steine. Das wäre nicht viel zu teuer. Wir wollten ihm am Anfang eine Diamantenkette schenken. Weißt du noch, was die kosten sollte, Roat? Mit echten Diamanten? Warte, ich höre dich nicht. Was war... Wie viel? 2,7 war das, glaube ich. 2.700 Euro mit echten Diamanten konnten wir die herstellen. Würden wir herstellen können. Wäre im Verkauf aber nicht unter 4.000, 5.000 Euro rausgegangen. Boah. Digga, die ist nicht zu groß und nicht zu klein. Ich finde das geil. Die Kette ist auch etwas länger, sodass es jeder tragen kann, auch wegen dem Hals. Bei Silber kannst du halt diese Garantie nicht aussprechen, das funktioniert nicht. Im Shop ist alles Edelstahl, wir haben sehr, sehr gutes Feedback. Wir haben unter 3% Returnquote, das ist maximal Bestwert in der Szene. Und die Ketten kommen sehr, sehr gut an alle. Super. Und wie ist? Ready. Das freut mich. Das freut mich sehr, Bruder. Nein, der Preis 90 Euro ist gerechtfertigt, Chat. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr kriegt lebenslang Garantie drauf und das Ding war ultra aufwendig in der Produktion. Das ist nicht so, wie ihr denkt. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir vergleichen uns immer mit dem Marktführer und wir sind immer 10, 20 Euro unter den Marktführern. Komplett, bieten aber lebenslang Garantie an. Diese lebenslang Garantie ist in der Szene auch mittlerweile jetzt Standard geworden, weil das alle nachgemacht haben. Das ist schon fair. Wo wird die produziert? Die wird, war die in Portugal oder aus China? Die war, glaube ich, aus Portugal oder aus China, aus einem bei den beiden Ländern. Wir haben 9 Lieferanten, 7 lassen wir nicht mehr liefern, weil sie die Qualitätsstandards nicht einhalten konnten. China, ich sag euch ehrlich, Chile denken, China ist Dings. Aber ich sag euch, was Produktion angeht, eigentlich China ist Number One. Jetzt mal, also jetzt Real Talk. Wir denken, China-Quali gleich Müll-Quali. Nein, absolut nicht. Die Leute haben keine Ahnung. In China gab es früher diese Billo-Produktion, das stimmt. Aber mittlerweile zum Beispiel auch diese High-Class-Produktion, diese teuren Produktionen, die kommen alle aus China. Ich mache ja bald eine Collab mit einer Modemarke und ich bin auch viele Produktionsdinger durchgegangen. Türkei, Türkei, Portugal gibt es. Aber China ist schon krass. Unsere Produzenten produzieren für viele große Firmen. Für auch Spitzenreiter in der Branche. Oder ich glaube, ich habe alles gesehen. Sehr bekannt. Gelten, ja? Wie? Ah, jetzt. Digga, Chat, erstmal hat er die erste Kette verloren. Hast du das schon mal erzählt? Was für einen Stress du mir gemacht hast? Gefunden. Er hatte eine Einzelstückkette. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du 1000 Ketten produzieren lässt, kriegst du einen ganz anderen Preis, als wenn du nur eine einzige produzieren lässt. Er hat eine Einzelstückkette verloren erstmal. Ich dachte, ich krieg die Krise. Es gibt unterschiedliche Länder. Also es gibt viele produzieren Klamotten auch in der Türkei. China ist auch viel mit Edelstahl, mit Metallen zuständig. Da gibt es viele verschiedene Länder. Es gibt Länder, in jedem Land gibt es günstige und gute Produktion. Er wollte ihn nur abziehen, damit er verkaufen kann. Hast du die andere Kette verkauft, Roman? Nein, Mann. Warte kurz. So.
Okay. 90 ist normal und marktüblich, ja. Beachbomb ist auch dafür bekannt, dass die Preise fair sind. Wie gesagt, kann auch sich das Feedback über reinziehen, kann sich die anderen Ketten reinziehen. Ihr könnt googeln, ihr könnt recherchieren, ihr könnt euch die gesamte Konkurrenz ansehen, dann werdet ihr es schon sehen. Warte kurz. So, meine lieben Freunde, Breitenberg hat mir diese Kette geschickt und die gibt's auch jetzt bei ihnen im Shop, wenn man hier runter geht. Da ist meine Kette, die könnt ihr euch holen, geht auf den Link. Und er hat zu mir gesagt, dass wenn ich es schaffe, seinen Shop sold out zu bringen, kriege ich von ihm 10.000 Euro. Achso, und hast du gelegt, wie viele es von deiner Kette überhaupt zu kaufen gibt? Nee. Deine Kette gibt es richtig wenig, ne? Wie viele gibt's davon? Es gibt nur 100 Stück von deiner Kette zu verkaufen. Also deine Kette wird sehr, sehr schnell sold ausgehen. Sehr, sehr schnell. Das ist nichts. Warte mal. Und boah, Bruder, ich bin am Schwitzen wie so ein Fettsack. Okay. W. Alter. 20 Stück kann keiner nehmen. Die Jungs werden schon darauf achten, dass jeder nur eine bestellen kann. Das wäre unfair. Digga, 20 Stück einer bestellen. Ich krieg wirklich 10.000 von dir, wenn ich den Shop, also wenn mein Chat es schafft, den Shop ausverkauft zu kriegen. Ja, krieg 10.000. Wenn du es schaffst, den Shop ausverkauft zu kriegen. Wir haben einen Big Restock vorbereitet, den haben wir jetzt extra nicht eingearbeitet. So. Es sind, glaube ich, ich will nicht verraten, wie viele sind, aber es ist machbar. Es ist wirklich machbar. Es ist ungefähr ein Wert, den ich am ersten Tag verkauft habe. Und deine Reichweite ist ja quasi 10-mal so viel wie meine. Und er hat dein Haus in Minecraft zerstört, Bro. Willkommen im Jahre 2023. Einer sagt, lass dir das schriftlich geben, lol. Bruder, er hat das gerade onstream. Das ist besser als schriftlich. Mündlicher Vertrag in Deutschland zählt. Also 10.000, ja? Ja, yeah, 10.000. Der Shop aktualisiert sowieso in Echtzeit. Du wirst es sofort sehen. Weißt du noch, wo ich den Launch gemacht habe, wo alles sofort ausverkauft war? Man sieht das sofort. Das wird in jedem Sekundentakt aktualisiert. Alter. Wie, es gibt keine mehr. Und diejenigen, die skeptisch sind wegen den Preisen, geht einfach auf die Konkurrenz, Crafted zum Beispiel, ist einer der Marktführer. Schaut sie euch an, dann könnt ihr vergleichen die Preise und dann seht ihr. Ich bekomme keine mehr, schreibt Chat. Nein, das kann nicht sein so schnell. Wann hast du das gezeigt? Gerade. Meinst du jetzt schon ausverkauft? Nee, hier steht, hier ist noch. Hier ist noch, glaube ich. Hier steht Lager auf Lager. Mach mal Musik im Hintergrund an. Hier steht Lager auf Lager versandfertig. Das ist übrigens Jam, mein Herrenausstatter aus Lübeck. Der Arme musste sofort als Model hinhalten. Jam kennst du doch von meinem Geburtstag, weißt du noch, Rohr? Nein, die ist nicht ausverkauft. So schnell geht das auch nicht. Bei mir steht keine mehr auf Lager. Nee, da steht auf Lager, versandfertig, Bruder. Das ist so eine grüne Linie. Den Warenkorb zu legen. Zur Kasse gehen.
Roa 10, ne? Ja, genau, Roa 10. Klein und zusammen. Jo. Dann kostet sie da 80. Ja, guck, geht doch. Ist nicht ausverkauft, Chat. Defit Typo. Curse. Kann ich kaufen? Seid ihr überbelastet? Chat hat die Seite gefickt, glaube ich. Die ist schon crazy. Hast du gesehen, Toggle-Pads-Kette? Die ist auch aktuell bei dir und deinen Jungs sehr beliebt. Dieser Style mit den halben Perlen, Süßwasserperlen und halb Dingser. Und es gibt ja auch die Sets. Also wenn die Leute einkaufen wollen, dann würde ich denen eher die Sets empfehlen, weil sie damit auch nochmal Geld sparen. Und Ruhr 10 dann nochmal extra. Die Website ist crazy. Die ist gut, ne? Ich kaufe einfach selber, Chat. Back am Jimi Hendrix, yo. Noch verfügbar, steht da. Echt? Steht das irgendwo? Steht das denn? Ich weiß doch selber nicht, dass es da mit Zahlen steht. Und ganz wichtig, es ist hypoallergen. Alles ist hypoallergen, das ist sehr, sehr wichtig, damit keiner irgendwas zu befürchten hat. Was ist hypoallergen? Das kann keine Allergene auslösen. Du kannst damit zum Du kannst damit zum Sport gehen, die Kette kann nass werden, du kannst auch was weiß ich, was duschen. Digga, woher wisst ihr, wie viele Leute noch Dings? Das frage ich mich auch. Soll ich mal nachfragen, woher man sehen kann? Der ist schon crazy, ne? Das Ding ist, die Kette ist geil. Ich feier die extrem, extrem. Ist gut, ne? Von mir selber designed, Chat. Von mir selber designed. Was hast du da selber gemacht? Also ich bin auf die Idee gekommen und dann halt auf, halt wie das designt werden soll, so. Also eigentlich war es ja eher so ein Projekt nur für mich. Ich will die Kette für mich haben. Und dann waren bei der No Food Challenge Leute und haben gesagt, dass sie die auch haben wollen. Kette ist ausverkauft. Hast du die andere Kette noch? Kannst du mal zeigen, ob jetzt deine Kette so viel größer ist? Jetzt ist ausverkauft, schreibt Chat. Nein, das kann nicht sein, so schnell, Digga. Das wird schon bestimmt noch 10, 20 Minuten dauern. Keine mehr da? Real ausverkauft? Was? Frag mal nach. Ich versuche mal zur Kasse zu gehen. Sag mal her. Bruder, hör auf, kauf nicht 20 Stück oder so. Hör auf, lass das, Digga. Nein. Ja. Oder ich glaube, du hast so viele Leute auf den Shop geschickt, dass die Seite einfach langsam lädt. Ja, ist auch gut. Oder meinst du vielleicht die, das weiß ich nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass die. Also sie lädt. Sie lädt ganz normal. Sie braucht nur eine Sekunde. Das war noch nie so langsam. Du hast so viele Leute auf den Shop geschickt. Also die Zeit gleich, glaube ich, was versuchen. Oder irgendeiner versucht zu DDoSen oder so. Das kann auch sein.
Das ist crazy. Digga, hier steht sogar klein auf diesem Dingsding drauf. Reach Palms. Die Kette jetzt an. Ich hab grad gekauft. Wenn ihr sie geholt habt, Chat, dann markiert mich mal auf eine Story, damit ich es reposten kann, falls ihr euch was geholt habt, Chat. Generell vom Shop. Okay, die sagen gerade, im Shop wird massiv einkauft, überall. Also komplett alles wird gerade massiv einkauft. Die sagen gerade. Achso, auch die anderen Sachen, die hier? Ja. Die sagen gerade, die anderen Sachen werden gerade alle stark nachgefragt. Mit echten Steinen wäre wild. Digga, kannst du mir eine Kette besorgen mit echten Steinen, Breitenberg? Bruder, das kostet allein der Produktion, das habe ich dir damals auch gesagt, wir haben das angefragt, das hat 2.700 Euro in der Produktion gekostet, mit echten Diamanten. Die größere Variante, die du jetzt hast, ist ja ein Tick kleiner. Wenn du die mit echten Diamanten willst, mache ich das. Aber dann ziehe ich das von den 10.000 ab, wenn du das schaffst. Boah. 1.000 Leute haben gerade Sachen im Warenkorb. 1.000 Leute? Ja, 1.000 Leute bearbeiten gerade ihren Warenkorb und 250 checken gerade aus, also bezahlen gerade. Tschüss. Digga, was habt ihr jetzt gerade in diesem Moment? Digga, warte mal. Aber ich weiß nicht. Ich sag euch ehrlich, so Ketten, ey, gut qualitative Ketten, so für hier so 80 Euro, wenn die wirklich stabil sind und gute Quali, würde ich safe bezahlen, aber ich zahle keine 2.000 Euro für eine Kette, ich weiß nicht. Wann hast du Geburtstag? 16.11. Aber ich will auch nicht zum Geburtstag sowas haben. Wenn du sagst, die Kette, das Design, Finish, reicht dir, du willst keine andere Variante, du bist komplett zufrieden, dann schaue ich, ob ich dir eine zum Geburtstag machen lasse. Das können wir machen. Dass du sie dann gerade vom Unternehmen, dass du sie quasi vom Unternehmen gesponsert bekommst. Breitenberg gerade. Stonks. Was heißt Stonks? Wir haben mal Rabattcode ROHR10. Das Rabattcode-Chat. Aber es ist wirklich, also erstmal ein W an Breitenberg, dass er überhaupt damals, als ich ihm gesagt habe, kannst du mir so eine Kette machen, nur für mich, dass er das gemacht hat. Und ein Dub, dass er zu mir sagt, dass wenn der Shop ausverkauft ist, dass er mir 10.000 gibt. Überleg mal, Chat, 10.000. Fucking Sleeper, man. Also ich sage, Feuer, du schaffst das. Feuer. Am besten Feuer, geben wir dir sogar 24 Feuer, Stunden Feuer. Zeit. Ich sage, du schaffst das. Also wenn jetzt gerade... 24 Stunden, also wenn jetzt schon 1.000 Leute gerade beim Shoppen sind, also die bearbeiten ja gerade ihren Warenkorb etc. alles, die sind ja gerade dabei. 1.000 Leute jetzt gerade, dann schaffst du sogar heute das Ding noch auszuverkaufen in den nächsten 2 Stunden. Weil ich sag's dir, wir haben keinen Big Restock gemacht, extra nicht eingepflegt in das System, damit du es schaffen kannst und du kannst es schaffen. Ich sag dir, du kannst das schaffen. Wenn ich jetzt die Zahlen sehe, dann schaffst du es easy. Hätte ich vielleicht nur 1.000 sagen sollen statt 10.000, aber... wenn wir das schaffen... Dann gifte ich 100 bei uns. 100, dann gifte ich der Community 100 Subs. Auf diese Lockere. Also ich glaube, das war... Digga, ich glaube, ich habe ein bisschen deine Community unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Das ist geisteskrank, was du gerade für Zahlen erreicht hast. Du musst dir vorstellen, 1.000 Leute, 1.000 echte Menschen bearbeiten gerade den Warenkorb. Das ist geisteskrank. Deswegen hat die Seite auch immer eine Sekunde gebraucht zum Laden. Das ist viel. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Ja, okay, Chat. Insta-Story? Hab ich keine Insta-Story gemacht? Oha, einer hat mir Screenshot geschickt, wie er gekauft hat. Ehrenmann. King, stop. Das ist wirklich crazy. Chat, wir gehen gleich in RP rein auch, ne? Ey, Shorty Frontline, yeah, we Topline. Oh, wie viele Leute? Oha! Oh, wie viel? Yo, der Digga!
Der Bro hat sich drei Sachen geholt. Vor allen Dingen, aber guck mal, Chat. Wer von euch ist ein Naruto-Liebhaber? Oh, das geht mit Wallpaper Engine, warte. Warte mal. Naruto Musik. Naruto. Boah, das ist sowieso ein legendärer Song. Ja. Den. Crazy Wallpaper. Yo! Bald kommt meine Koop mit einer Modemarke, Chat, ne? Da wird's auch nochmal crazy. Einfach Designer geworden. Ja, bei der Kette habe ich ein Design im Kopf gehabt, das haben die dann gemacht. Und bei meinem neuen Dings, bei dem, wo ich die neue Koop mache, habe ich die Sachen, die Sachen nicht designt, aber die Ideen weitergegeben, wie das designt werden soll. Also eigentlich habe ich gefühlt mitdesignt.